Zockerfreunde, und weiter geht's in Mass Effect, den ersten Teil. Und wir müssen ja noch mit Lorik Keen sprechen, weil wir brauchen ja nach wie vor diesen Garagenpass. Ja, quatschen wir einfach mal mit dem. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synar-Q. Zumindest im Moment. Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anolais Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Warum hat Anolais Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Okay, klingt doch gut. Das haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz. Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Okay, also müssen wir es tun. Schon wieder da? Was kann ich heute für Sie tun? Es geht um ich habe über Ihre Probleme mit Anolais nachgedacht. Wirklich? Helfen Sie mir, wenn ich Ihnen helfe? Ja, Sie wollen Zugang zur Garage. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Gut, das haben wir schon Menschen, gehört. Es könnte erforderlich sein, Gewalt... Das er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn er sie unter der Hand bezahlt, dann sind es Söldner. Und Söldner kann ich töten. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Gut. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Dann wollen wir mal schauen, dass wir irgendwie zu diesem Büro kommen. Das heißt, hier geht es auf jeden Fall nicht hoch. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Wir wollen ins Büro. Der wird uns erzählen, dass wir da nicht rein dürfen. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Ja. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit Synar-Q. Der Manager Lorik Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Hanshan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Yadi Bel Anolais. Nein, das ist der Administrator. Der Hanshan-Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Jo. Das hängt irgendwie alles zusammen.
mit der Schließung des Büros von Lorikin. Überbrücken wir das Ganze mal hier. Sicherheitslog. Nicht autorisierte Übertragung. Dann schauen wir hier mal nach. So, Synacute Sicherheit deaktiviert. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir... Moment, ich will mal gerade schauen. Ich denke mal, wir müssen hier zu dem Fahrstuhl. Weil hier, der wird uns auch weiterhin nicht durchlassen. Ich kann Sie nicht reinlassen. Sie können gern im Café Platz nehmen. Yeah. Wir wollen aber keinen Kaffee. Ich kann Kaffee sowieso nicht ausstehen. Lieber eine Tasse Kakao. Weil Kaffee schmeckt einfach nur bläh. Ne? So, da kommt der Fahrstuhl. Und? Fahrstuhlmusik läuft ja schon die ganze Zeit, aber quatschen tut hier keiner. Keine Nachrichten. Was jetzt? Da hat einer das Radio kaputt gemacht, glaube ich. Musik ist futsch. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwie in das Büro kommen. Von Lorikin. Ich glaube, das ging darum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich meine, das war hier hinten irgendwo. Da ging es auch zur Garage. Aber zur Garage, da wollen wir noch nicht, weil da wären wir noch nicht durchgelassen. Zur Garage geht es nämlich da hinten hoch. Aber wir wollen ins Büro. Da schauen wir uns dann mal um. Ja, wir fahren nach oben. Gut. Schauen wir mal. Stehen bleiben. Handschuhsicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Lorikin hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Anolais bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolais kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Yeah. Achtung! Achtung! Genau, und deshalb schießen sie auf uns, weil sie uns nicht gesehen haben, ne? So viel mal dazu, aber hier, das können wir doch auch mal mitnehmen hier. Können wir ja alles gebrauchen. Alles nehmen. Oh, schon 9er Sachen. Das sieht doch schon besser aus. Hier will ich auch nochmal gucken. Da müsste nämlich auch... Jo. Leichte Dechiffrierung. Das ist gut. Leicht haben wir immer ganz gerne. Da nehmen wir auch alles mit. Da können wir uns nachher vielleicht ein bisschen besser ausstatten. So, Futschbiste. Ja, ja. Stirb hat er noch gerufen, aber das war's dann auch. Und dann ist er gestorben. Sozusagen beim Leben, beim Sterben ums Leben gekommen, oder wie heißt das? So, dann hier hinten. Da möchte ich auch nochmal nachschauen. Weil da wird nämlich auch noch was sein. Einmal da. So, oh ja. Ist dann nicht ganz so einfach, aber wir können es trotzdem mitnehmen. Und hier dann. Und die Daten. Das heißt, wir haben jetzt die Beweise von Lorikin. Oder für Lorikin. Dann wollen wir da hinten nochmal schauen. Aber da wird sowieso die komische Schrapnelle nochmal sein. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. So, wer sie ist, das wissen wir. Wollen Sie, dass ich gehe? Gehen? Denken Sie, ich würde Sie gehen lassen? Oh nein. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden.
Ich wollte nicht gegen sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um sie in Stücke zu reißen. Aber doch hat sie eine gezogen, ne? Ja. Das habe ich gesehen, wie du mich fertig machst. So, schauen wir mal. Ja, ich will immer mit R nachladen. Das kommt von Watch Dogs. Dabei braucht man hier bei Mass Effect 1 zumindest nicht nachladen. Jo, da ist der nächste. So. Und. Gut, jetzt geht's wieder. Dass die Figur immer so Probleme hat, aus dem Schleichen wieder rauszukommen. So, da haben wir's. Und öffnen. Nehmen wir hier auch noch ein bisschen was mit. Jo. Ist doch ganz gut, dass wir endlich mal ein paar Neuner-Sachen kriegen. So, da. Dann. Zack. Das haben wir auch. Dann hier noch ein bisschen mitnehmen. Medigel. Und dann würde ich sagen, haben wir hier alles. Weil sonst gibt es hier nichts. Gut, machen wir uns wieder hier raus. Dann müssen wir noch mit Lori Keen sprechen. Gut, raus hier. Zack. Wenigstens hier zu den Bürosachen könnten sie auch mal ein bisschen Fahrstuhlmusik machen. Das ist doch langweilig. Aber egal. Auch ohne Musik kommen wir an. So, da brauchen wir... Das heißt, ich kann euch das mal zeigen. Da werden wir nicht weit kommen ohne Garagenpass. Spectre, was? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolais oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Genau. So, da können wir ein paar lokale Neuigkeiten noch kriegen. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anolais hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Ja. Ja, im Grunde wissen wir hier jetzt alles, was wir brauchen. Das ich heißt, muss wir gehen. Gehen jetzt erstmal. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. So, mit der Dame sprechen. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Ja, was machen wir? ob wir das sagen Sie es ruhig. Was haben Sie vor? Nicht hier, Spectre. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Jo. Das heißt, wir kriegen unseren Garagenpass nicht von Lori Keen. Wir müssen erst mit dieser Dame sprechen. Und die finden wir, ich glaube, nicht auf dieser Etage. Ich glaube, wir müssen da noch woanders hin. Da hinten ging es raus. Da war dieser Händler. Ja, wir müssen hier... oben, meine ich, da hinten den Fahrstuhl nehmen. Dort wird dann die Dame auf uns warten. Einen knackigen Hintern hat sie ja, ne? Wenn es auch ein Alien ist. Muss ich mal so sagen. Okay, wir sollten nicht auf Hintern gucken. Konzentrier dich auf die Story. Gut, da ist die Dame, mit der wir sprechen wollen. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria.
Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolés Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Sie arbeiten für Anolés. Können Sie nicht seine Aufzeichnungen nutzen? Er ist ein Gauner, aber kein Dummkopf. Er hat keine Dateien im Computer, in denen steht, ich habe 3 Millionen Credits gestohlen. Keens Aussage und Beweise sind alles, was ich brauche, um Anolays Schuld beweisen zu können. Warum fragen Sie Keen nicht einfach? Ich bin Anolays Sekretärin. Denken Sie, er würde mir glauben? Mir in einer dunklen Gasse seine Beweise übergeben? Ich dachte, Korruption wäre auf Noveria üblich. Die Regel lautet, mach keinen Ärger. Egoismus wird toleriert, solange er nicht geschäftsschädigend ist. Anolays vertreibt die Kunden. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Anolays hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Keen hat mir Geld angeboten. Was ist mit Ihnen? Ich kann Ihnen eine Kopie von Anolays Pass geben. Aber ich kann keine großen Summen verschieben, ohne dass man es merkt. Okay, aber helfen wir aber trotzdem. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Gut, nachdem wir dann mit Keen gesprochen haben, werden wir nochmal aufs Schiff gehen. Da werden wir nämlich Leera Tissoni mitnehmen, weil das geht ja immerhin um ihre Mutter. Venesia ist ja ihre Mutter. Gut, sprechen wir erstmal mit Lori Keen. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt, aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolays aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anolays Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolays. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. No, das hat Treffen ja Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Das heißt, wir werden in das Büro gehen und mit ihr sprechen. Dann kann sie dann alle weiteren Schritte und wir kriegen dann endlich unseren Garagenpass, den wir brauchen. Und sobald wir den dann haben, werden wir dann Leera Tissoni vom Schiff holen. Und dafür werde ich dann, wenn man sie kann gut hacken, also werde ich ihn dann da lassen. Oder. Ja doch, ich werde ihn da lassen, werde Leera und jetzt sag doch mal, Tali mitnehmen, genau. Da hinten müsste das Büro gewesen sein. Weil das ist, dass ich Leera mitnehme, ist auch noch wichtig, dann für die Story auch. Könnte vieles einfacher machen. Nein, nicht wirklich einfacher, aber interessanter. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, gehen Sie. Sie, Shepard!
Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Immer diese Alkoholiker. Bier. Gib mir einen Kakao aus. Gut, gehen wir da rein. Weil da werden wir nämlich jetzt auch noch was finden. Ja. Und das Teil da oben brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das wird nicht auf uns schießen. Gut, alles nehmen. Das können wir dann später noch verkaufen. So, ich bin mir nicht sicher, aber hier... Nee, hier war sonst nichts, ne? Nee, hier war sonst nichts. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal aufs Schiff zurück. Und holen Liara. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Gipfel 15. Wo ja die ganze Zeit von gesprochen wird. Und hoffen mal, dass wir dort auf Benicio treffen. Und dass Tochter und Mama sich noch lieb haben. Schauen wir einfach mal. Gut, Fahrstuhl, da ist er. Wir müssen nämlich erstmal nach draußen. Ja, das heißt, wir müssen erstmal das Schiff betreten und dann wieder verlassen. Und beim Verlassen müssen wir dann das Team neu auswählen. Das heißt, ich werde Garrus dann da lassen, Liara mitnehmen. Wegen dem einfacheren Hacking, dass wir nicht so viele Sachen da lassen müssen. Und ich denke mal, Liara wird da die Story, also ich denke nicht, ich weiß, dass dann die Story dadurch ein klein wenig interessanter wird. Ja, genau. So. Haben wir es doch. Der lebt ja noch. So, jetzt nicht mehr. Gut. Hätten wir das. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Zünden wir das Ding. Weil es so schön ist. Gut, Wes? Nee. Mach das wieder auf. Jetzt wollte er mich nicht aufs Schiff lassen, oder was? Bereithalten, ja Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ja. Tali wurde gerade nicht dekontaminiert. Kontaminiert. Kommandant so. Ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Genau. Dekontaminiert. Jetzt aber. So. Dann. Sie werden wir mitnehmen und Sie. Genau. Squad annehmen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Gut. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, sehr schön. So, dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg nach Gipfel 15 machen. Das heißt, wir müssen wieder nach oben mit den Fahrstühlen. Ja, hier ist alles ruhig und die blonde Kuh ist auch nicht mehr da. Ja, die haben wir ja erledigt. Was auch gut so ist, hat eh nur Ärger gemacht. Und Fahrstuhl ohne Fahrstuhlmusik. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich und klar. Aber irgendwie ist es doch doof, oder? Obwohl, da läuft was. Da läuft Musik. Hört ihr das? Fahrstuhlmusik. Alter Schwede. Nein, Mesos, guck auf die Story. Guck auf die Story, guck, dass du da weiterkommst. Sprech mal nochmal. Hatte hier alles im Griff, bis diese Parasini-Frau auftauchte. Ja. Und wir alles im Griff hatte. Das heißt, Moment. Wir müssen da runter, glaube ich. Da mussten wir dann weiter, um zur Garage zu gelangen. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich hab's nicht so mit Wegemerken. Genau, hier müssen wir weiter. Hier müssen wir weiter. Dann können wir da durch. So. Dann müssen wir oben noch mit der Dame sprechen, dass die uns dann reinlässt. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich.
Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Ziemlich übel ist gar kein Ausdruck. Es ist schweinekalt. Ja, da haben wir wieder Geht. Und die könnten etwas Probleme machen. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Na klar. Doch noch kaputt hier. Oh, der hängt das so in der Luft rum. Gut, schauen wir mal weiter. Und ich meine, hier gab es auch noch was zu finden, ne? Ja. Da haben wir was. Das nehmen wir alles mal mit. Und ich könnte eigentlich mal wieder ein bisschen an der Ausrüstung basteln. Weil wir haben jetzt 9er Equip. Lass mal hier oben noch schauen. Nicht, dass wir hier irgendwo irgendwas liegen lassen. Ja, gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir basteln jetzt erstmal ein bisschen an der Ausrüstung. Und zwar... Ja gut, das kann man ja auch noch machen. Verbleibende Talente überspringen, ja. Ja, da hat sich doch gut was getan. Ich habe das hier auf automatisch gestellt. Gut, da habe ich keine Punkte. Ja, Schrotflinte benutze ich sowieso so gut wie gar nicht. Das brauche ich auch nicht wirklich. Was ich vielleicht noch... Das Präzisionsgewehr. Das könnten wir vielleicht noch ein bisschen anheben dann. Gut, aber erstmal wollen wir zur Ausrüstung. Nehmen wir erstmal alles. Und schauen mal nach, was wir da... 276 Schaden. Das hört sich zwar interessant an, aber... ist nicht wirklich sehr viel mehr. Gut, schauen wir hier weiter. Da haben wir gar nichts, was wir wirklich brauchen. Oh ja, das ist schon Unterschied. Da können wir auch drei Sachen reintun. Moment mal. Noch ein bisschen verbessern. Ja, klar. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ist hier noch irgendwo was, was wir verbessern können? Nein, nicht wirklich. Nein. Hey, was machst du denn? Ja, das war wieder meine Maus, die Doppelklick gemacht hat. Das blöde Teil. So. Schauen wir nochmal vorsichtig durch. Die können wir nicht gebrauchen, die Kessler. Die Karpov. Gut, sie mag vielleicht mehr Damage machen. Nehmen wir erstmal, dann haben wir diese Sachen wieder drin. So. Ne? Also, Razor, ne, komm schon. Ich will das mal durchgucken. Razor und Kessler ist nichts. Stinger ist auch nichts. Und das auch nichts. Das heißt, wir behalten das so bei. Würde ich sagen. Dann schauen wir hier. Ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, gut. Tech-Biotik-Schutz. Schadensschutz. Nee, wir behalten die an. Wir behalten die an. Was wir noch machen können ist, Moment. Wo war das genau? Da. Kinetische Waffen-Upgrade. Hyperschalllauf. Und was ist das hier? Kinetische Spule. Schaden plus 6% und Waffenstabilität plus 24%. Und was ist das hier? Okay, da können wir vielleicht mehr Schüsse machen auch. Und Schaden macht es ja auch ordentlich. Gut, dann schauen wir bei den anderen mal nach. Was sagt die Razor? Geben wir ihr mal die Razor. So, Kistler, die war ja nicht wirklich was. Was soll das jetzt? So. Gut, behalten wir bei. Dann hier noch ein bisschen, machen wir hier die das kinetische Teil noch rein. Dann, da ist nichts. Da ist auch nichts. Na komm. Okay, die Rüstung können wir verbessern. Das ist schon mal ganz gut. Dann schauen wir noch bei Tali. Rüstung nicht wirklich. Da können wir auch nichts reißen. Aber die Pistole. Na komm. So.
Stiletto, Striker, nein, und die Kessler wird nichts sein. Gut, dann da weiter gucken, nein, aber da, aber ich will erstmal hier gucken. Nun zeig mir doch mal die andere Waffe, nein, wir nehmen die, wir nehmen die. Gut, dann können wir hier vielleicht, nö, können wir nicht, da haben wir einen Haufen Zeug. Aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Dann schauen wir mal hier, ob wir hier... Ne, da können wir nichts. Aber das ist auch nur das Zeug, weil wir können nur das verbessern. Egal. Egal. Gut. Gut. Sollte es so reichen, dann gehen wir zu Marco und fahren mal da durch. Das heißt aber nicht mehr in dieser Folge. Nein, ich sag wieder einmal bis zum nächsten Mal und tschüss.